Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. In diesem Raid sind Captain Vlado und ich als Duo unterwegs. Gerade damit ich mich mal zwinge, die Map auch langsam so gut kennenzulernen, dass ich nicht weiter wie ein verwirrtes Huhn auf der Straße stehe und keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Natürlich wollten wir nebenher auch noch Quests erfüllen, aber natürlich wurden die Pläne gleich am Anfang wieder über den Haufen geschmissen. Ein interessanter Fight und was der BTR mit der Deutschen Bahn gemeinsam hat, seht ihr in diesem Raid. Das war's aber wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Da wo das Polizeiauto ist, da könnte gleich der kommen. Mal schauen. Will jemand laufen? Ja, ist, fuck. Läuft hinten. Wo hinten? Ganz hinten an der Wand entlang, wo der Medic-Ding ist. Ja, okay. Aber sah wie ein Self-Scav aus. Hat eine PPSH gehabt. Glaub mit Scav. Lauf mal hinterher. Ja, Scav hat geschrien. Warum hörst du das und ich nicht? Also nicht. Sehr viel Wiedererkennungswert. Ganz oft gedacht, da war ich auch schon, ja. Und das auf jeden Fall, kann man echt sagen. Also ich finde es echt gelungen. Also auch für Casual-Zuschauer. Leute, die nichts mit der Materie davon. Ja. Alter. Ja. Doch kein Skiff. Nee. Der ist an meine Leiche hinten. Spieler. Meinst du, der kommt hier lang? Ja, ne? Muss er. Ans Auto ja, links. Ach so. Ja, aber der guckt. Der sonnt doch bestimmt, Mann. Der hat doch nur mich gesehen. Ich bin ganz hinten in der Ecke gegangen. Wo soll ich denn den sehen? Ich bin eigentlich vor dem Krankenwagen gestorben. Scheiße. Rechts von mir. Holz. Also er rennt noch nicht zu deiner Leiche hin. Er ist jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund hier hinten lang und hat irgendwas anderes angeschossen. Hello there. Hat sich angehört. Ja. Du hast ihn genadet. Aber sein Mate nicht. Hat er einen Mate? Ja. Schickes Poster. Ja, das Poster ist auch gut. Der war oben auf dem Dach, nee, der war oben auf dem Dach, ist dann runter, dann habe ich die HE, die RGD geworfen und habe ihn hinten, da wo er runtergegangen ist, direkt genadet, aber sein Mate stand ein bisschen weiter hinten, den hat es nicht erwischt. Gav? Er bleibt hier in der Kante stehen. Snadet er da hinten hin? Hä?
Nice. Piep, piep. And the winner is... Ja, for the moment, würde ich sagen. For the moment. Passt, ey. Schön gemacht, danke. Wow, Glück, dass er tatsächlich da... Der Helm hat echt ein bisschen was abgehalten gerade, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also der hat schon ein paar Hits auf den Schädel gekriegt, aber der Helm hat's gesehen. Bing, bing, bing. Ja. Ist da noch einer? Das war doch ein Scav, zu dem der gerade die Nades geschmissen hat, oder nicht? Ja. Meinst du, dass sie zu dritt sind? War alles möglich. Ja, hier ist irgendwas. Irgendwas ist hier gegangen. Ach Mann. Geht doch irgendwo anders hin. Klimov Street oder sonst irgendwo hin. Ich werfe einfach mal... Ach ne, ich habe keine Nate mehr. Ich renne jetzt hier gleich links um die Ecke. Da dürfte erstmal nichts kommen, ne? Eigentlich nicht. Da hinten ist was Totes. Siehst du das? Ja. Kannst du mal kicken? Das ist Scav oder mit Kopfhörer? Ne, ein Spieler. Das ist der Spieler, den du genadet hast. Nein. Oder? Doch, du hast doch einen Spieler genadet. Er hat von seinem Kumpel die Maske genommen. Also ah ja, okay, Kopfhörer. Alles klar. Er hat immer noch Nades dabei, ja. Das ist deine? Diese meine. Steck die gleich mal irgendwo. Hast du eine Green Flare bei? Nö. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was die Frage soll. Komme ich hier irgendwo in ein Gebäude? Ach, pass auf, ich mach's anders. Also den Tisch komplett fett voll geblutet, ne? Naja. Hast du hier einen Laser angehabt, oder? Ich glaube ja. Nee, hat er ausgemacht. Den habe ich noch nicht angemacht. Hat er ausgemacht. Sieht kein Schwein. Aber jetzt kannst du eine Nate in die Ecke, ins Haus rüberschmeißen. Kann ich jetzt hier links rüber einfach? Reicht da, oder? Nee, ja, na, etwas zum Schulgebäude schmeißen. Nicht dahin, weiter rechts. Da? Oder hast du da? Ja, genau da. Weil da drin spawnt er im Haus. Hast du was gehört? Nein. Nee, dann ist er nicht gespawnt. Da wirklich der Alien Captain zurückgenadet. Hier habe ich den mit der RGD? Das vergiss es. Doch, das ist der. Guck den Namen an. Das ist der, den du eigentlich schon. Nee, Tatarin. Okay, dann hat. Warte mal, wen hast du umgebracht? Ich habe Pablo Russ. YTV. Okay, dann hat der Pablo Tatarino gerade umgebracht. Ist alles deins? Alles meins, ja. Warte mal. Ja, genau. Auf dem Dach? Meinst du echt, der liegt auf dem Dach, den ich gekillt habe? Also, könnte auch sein, könnte auch sein.
Ihr hättet meinen Rucksack einfach nehmen sollen, irgendwo in der Ecke schmeißen. Nein, nein, warte mal. Was war das? Ist deins beides, ne? Was? Du weißt nicht, dass da jeder vorbeikommt. Ich dachte, da kommt keiner vorbei. Du bist doch, wir sind doch auch gerade da vorbeigelaufen. Ach, Vlado. Du siehst doch jetzt, dass das da der Eingang ist. Hinter, pass auf, ich baue das Ding jetzt hinter dem Müllcontainer hier. Das könnte was sein. Das sieht besser aus. Danke dir. Also deine Verstecke, ja Mensch, das sollte er jetzt nicht an sich verstecken. Das war einfach nur schnell weg und dann ist gut. M80, M8, Junge. Achso, okay. Fünfer Platten drin. Und die anderen hat er ja quasi ausgeklippt aus meinen Macs, glaube ich. Mhm. Aber dass er das nötig hat, noch die Macs rausgeklippen. Mit der 58. Du, von nichts kommt nichts, ne? Ja. So, jetzt ist mir rein theoretisch egal. Ach, ich weiß gar nicht, was er mit hat, aber warte mal. AP. Alles AP, du kannst ja auch seinen Mac in dem Waffe. Naja, nicht so schlimm. Ach, ich mag die eigentlich nicht. Naja, du... Busch, 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 ruhig. Hä? Da vorne irgendwo. Ah, das ist der Wind! Der Wind, das himmlische Kind. So. Okay, wie komme ich jetzt hier weg? Doch, da oben auf dem Dach! Ist doch tot. Ich hab ihn doch mit der RGD auf dem Dach gekriegt. Wie kam er denn hier hoch? Hier? Auf die Mitte. Ja. Warte mal. Schmeiß mal den Rucksack hin. Auf den Zaun. Mensch, spring doch da nicht. Er soll doch nur hochvolten. Oder macht er das nicht? Alter, das ist ein Chatty gewesen. Oh, ich sehe schon. Ja, jetzt habe ich natürlich die... Oh. No, nice. Schmeckt. Ja, würde sich ein bisschen übergeben, glaube ich gerade. So, wir nehmen erstmal den Shit mit hier. Unten kann ich den sortieren. Hier oben liege ich ein bisschen blöd. Hättest du jetzt eine für Green Flare, wäre es einfach Traum. Der ist pisst. Das ist möglich, da. Du musst über Prost. Ruhig. Dieser Wind. Irgendwann hat gesagt, Steuerung. Ja, ich war noch im Überlegen. Mir Ruhe. Das ist nicht in Ordnung, dass du mich so unter Druck setzt. 76 Kilo. Oder du wartest ab, bis der Panzer kommt. Da kannst du dich exkortieren lassen zum Exit. Ja, aber wie lange soll das dauern? Und wie viel Geld kostet das? Wie viel Rubel hast du bei? 13.000. So 7.000, kostet der weiteste Weg, glaube. Okay. Taxi ist weg. Muss auf jeden Fall hoffen.
Wann kommt denn, wo kommt denn der? Der kommt, wenn du, wo du meinen schönen Verstecken, meinen Rucksack hast, nach rechts gehst, danach um die Ecke gehst. Alter, ich bin so schwer. Ich kann nicht mal mehr sprinten. Ja, weil du ein Bike hast. Irgendwas musst du abgeben. Was muss ich? Irgendwas musst du wegschmeißen. Auf jeden Fall rüstungstechnisch. Ich will aber nicht. Was denn mit der scheiß Munition? Kann die nicht weg? AP63, wann spiele ich die Knarre? Ja, aber an Munition liegt es nicht. Das liegt an den Rüstungen. Die Rüstungen sind zu schwer. Och man! Reicht mein Trimadol und so nicht? Ja, aber wenn du im Panzer bist, läuft es aus und dann musst du wieder raus und dann bist du wieder immer noch schwer. Irgendwas rüstungstechnisch musst du wegschmeißen. Ja, die Killer haben wir denn, wa? Nutzt ja nix. Mano. Ja, gut, okay. Aber die Granaten? Ja, die wiegen ja auch. Ist egal. Nur die Killer-Armor. Armor finde ich immer wieder. So, dann gucken wir mal. Wo denn hier? Links. Links? Kannst du dich, ja, da rüber musst du quasi. Kannst du die Straßenbahn unten dich ein bisschen verpflanzen. Abwarten, weil der Panzer kommt erst weiter runter. Oder so. Dann heißt das ein bisschen Geduld. Wackelt denn da vorne? Hä? Ach, das sind die Texturen. Siehst du das? Ja. Ach nee, das ist die kaputte Kabel. So, dann hoffen wir mal, dass der gleich kommt. A few minutes later. Da kommt was. Scav, ja. Der extracted gerade. Ich glaube, das war ein Spieler-Scav. Das ist so der Nachteil bei dem ganzen Quatsch. Wenn du am Anfang deines Raids den Spielerkontakt hast und willst den Scheiß auch noch mitnehmen. A little longer than a few minutes later. Die gehen die alle extracten, Alter, und ich lieg hier in dieser scheiß Bimmelbahn. Ich habe keine Lust mehr. One eternity later. Hätte ich euch gerne gezeigt, wie mit der BTR zuverlässig hier an dieser Haltestelle kommt, aber er ist wie die Deutsche Bahn. 11 Minuten 58, ich schmeiß mir jetzt Stims und fange an zu laufen. Trima. Nö. Okay, wo lang? Geradeaus, jetzt wo du hinguckst gerade. Auf der Straße? Ja. Und weiter? Immer geradeaus, so. Gleich geradeaus. Komplett rechts?
Ja, ja, hier geradeaus. Und dann nach links. Jetzt in den Innenhof. Einbiegen. In den Innenhof. Da wo du durchlaufen kannst, da würde ich auch. Ja. Och man. Naja, irgendwas. Das ist gut. Da oben. Meine Güte, geht er mir gesagt. Wo lang? Geradeaus. Zum Panzerputz auf. Kann das sein, dass dein Panke da irgendwas ausgelaufen ist? Ja, der zieht Energie. Ich höre irgendwas. Ach komm! Ach scheiße. Ja, 75 Scavs, Alter. Laber mich nicht voll. Hier rüber jetzt, oder? Du kannst auch also darüber. Ach so, ich habe jetzt gerade den zweiten Marker direkt gesetzt, okay. Deswegen meinte ich, das ist nur, warum mal, das sind zwei. Hier durch? Ein. Nee, nee, links, 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 links. Ach, warte mal, ein bisschen zu früh. Ich glaube, da standen noch drei, ne? Wo ist hier Expo? Links. Du guckst gerade drauf zu. Ach so, da hinten. Da. Achso. Oh, Leute. Für einen Fuffi und ohne Gummi darf es billiger mit. Der ist gut. Oh mein Gott, ey. Oh, 62er Bier und der 42er Bier. Waren sogar Biers, guck an, ey. Pablo Rus. Hätte ich die nicht getroffen, hätte ich echt Probleme gehabt, aber nice. Lebend rausgekommen. Hätte ich schon fast nicht gedacht. Und denkt dran, nicht auf den BTR warten. Der kommt nicht. Wird von der Deutschen Bahn bezahlt.